Lollipops, ihr wisst Bescheid, Mann. Ey, ohne Witz, ich wusste nie, für was dieses komische Loch beim Lutscher ist. Ich meine, was soll das bringen? Wieso ist da ein Loch da drin? Was macht man damit? Und zwar... Yo, was machen wir, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und meine Damen und Herren, wir haben so viele alltägliche Gegenstände um uns rumliegen. So viele Sachen, die wir jeden Tag benutzen. Aber wisst ihr eigentlich auch, was für einen Grund diese ganzen Dinge eigentlich haben? Ich meine jetzt hier zum Beispiel bei dieser Wasserflasche. Was? Wo? Oh, okay, ich habe bei der Wasserflasche kein Beispiel. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Lolli habt, wofür ist dieses kleine Loch in diesem Strohhalm? Jeder kennt es, jeder hat da schon irgendwie drauf rumgebissen. Wofür ist das alles? Genau das werden wir heute herausfinden. Und wir starten hier schon direkt mit einem Bild von einer Fensterscheibe an einem Auto. Und ich glaube, ihr alle kennt es, wenn man als Kind oder einfach als Beifahrer oder so hinten drin sitzt und man schaut an die Fensterscheibe. Man sieht diese ganzen kleinen schwarzen Pünktchen. Man denkt sich so, Digga, was siehst du? Da ist ganz einfach, denn diese Punkte verhindern, dass der Kleber von der Fensterscheibe wegschmilzt oder durch die Sonne eben beschädigt wird, denn diese schwarzen Punkte und die schwarze Farbe nimmt die Wärme auf und somit kann dieser Kleber da, wo dann die Fensterscheibe am Auto festgemacht wurde, nicht beschädigt werden, nicht beeinträchtigt werden und so können wir auch sicher weiterfahren, denn ansonsten, ja, löst sich auf einmal die Fensterscheibe und wir fliegen einfach durchs Fenster. Okay, aber als nächstes, was haben wir denn hier? Wir haben einen Kanal, okay, wir haben einen YouTube-Channel, wir haben hier zum Beispiel den Abonnieren-Button. Und einige von euch denken sich jetzt so, okay, gut, wieso sollte ich den Kanal jetzt abonnieren? Leute, guckt euch mal diesen Channel an. Das ist der Abonnieren-Button. Der ist auf diesem Kanal gemacht, um ihn zu drücken. Denn dann ist er nicht mehr so hässlich rot und steht für Warn und sonstiges, sondern ist grau. Ihr habt alles erledigt. Ihr habt die Challenge geschafft. Also, Lifehack des Todes hier wirklich. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, denn ansonsten habt ihr 5 Jahre Pech, Alter. Hab ich gehört. Aber na gut, wir alle kennen in einer Jeans diese doppelte Hosentasche. Und ich habe keine Ahnung, jedes Mal denke ich so, ist das für Kleingeld? Ist das irgendwie für, keine Ahnung, was kleine Gegenstände, die man reintun kann? Kann ich da irgendwie meine Finger reinstecken? Was bringt diese kleine Tasche? Es ist ganz einfach, meine Damen und Herren, denn diese Tasche wurde tatsächlich früher in die Hose reingemacht, um bei den Cowboys, glaube ich, war das sogar damals, kein Witz, ne, wirklich ernst gemeint. Die hatten ja früher diese Uhren immer an so einem Band und die hingen runter. Das war quasi die Uhrentasche, wo die alle ihren Schmuck da reingetan haben und einfach wieder rausziehen konnten. Und deswegen hat diese kleine Tasche immer existiert. Aber ja, jetzt kommen wir auch schon zu Zahnpasta. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal bei einer Zahnpastatube so oben so einen farbigen Strich gesehen, wo man sich dachte, okay, komm, ja, keine Ahnung, hier eine Farbe, da eine Farbe, dies, das, was ist das, was? Ich möchte wissen, für was steht diese Farbe? Und meine Damen und Herren, ich wünschte, es wäre außergewöhnlich, atemberaubend, das Spannendste, was ich euch jetzt nur erzählen könnte, dass irgendwer das ganz gezielt gemacht hat für das Universum. Nein, es ist einfach nur dafür da, damit die richtige Zahnpasta in die richtige Tube geht bei der Produktion, ja. Nein, also wie gesagt, die Zahnpastatuben fahren in dieser Maschine hindurch und können durch diese Farbe dann in verschiedene Bereiche weitergeleitet werden, wo dann auch die richtige Verpackung der richtigen Zahnpasta zugeordnet wird. Heißt, rot fährt darüber, das ist die Only White Extra White Dings. Geradeaus fährt die schwarze, das ist für schwarze Zähne. Und rechts fährt die blaue, das ist für halt einfach dein Maul. Lollipops, ihr wisst Bescheid, Mann. Ey, ohne Witz, ich wusste nie, für was dieses komische Loch beim Lutscher ist. Ich meine, was soll das bringen? Wieso ist da ein Loch da drin? Was macht man damit? Und zwar... Tja, das erzähle ich euch nicht. Spaß beiseite. Also, passt auf. Das ist wirklich extrem genial, extrem schlau. Denn dieses Loch, ich dachte immer, das ist irgendwie zum Durchpusten oder keine Ahnung, man kann damit pfeifen, so als Spielzeug im Strohhalm drin. Nein, dieses Loch ist tatsächlich dafür da, dass wenn irgendwelche Kinder oder selbst Erwachsene oder wer auch immer seinen Lolli so extrem enjoyt und einfach rumschlabern und sonstiges und auf einmal aus Versehen diesen Plastikstab mit verschluckt, damit ihr nicht erstickt. Denn dieses Loch verhindert das. Dadurch könnt ihr nämlich immer noch atmen, auch wenn dieses Plastikstäbchen in eurem Hals stecken sollte. Mega, mega schlaue Idee, aber Gott sei Dank habe ich noch nie so ein Ding verschluckt. Und ja, falls ihr es schon mal verschluckt habt, dann seid ihr deswegen noch am Leben. Hoffe ich zumindest mal. Oh, jeder kennt sie. Jeder kennt sie. Die legendären kleinen Safttütchen, wo Apfelsaft drin sein kann, wo irgendwie Kakao drin sein kann, Milchshake, keine Ahnung, irgendwelche mega geilen Getränke, Kindheit. Für was sind eigentlich jetzt diese Dreiecke da außen? Ganz einfach, erster Sinn und Zweck ist, damit kleine Kinder dieses Getränk einfach auch gut halten können. Und wenn sie diese Dreiecksdinger nehmen, dann halten die das quasi so. Und selbst wenn sie zusammendrücken, dann kann durch diese Form das Getränk nicht
einfach explodieren, rumspritzen, sonstiges. Und somit ist es quasi hauptsächlich einfach für kleine Kids, dass sie das richtig halten können und nicht, dass Getränk im Auto explodiert und überall Apfelsaft ist. Und ja, frag mich nicht, wieso wir jetzt kleine Kinder Lifehacks hier haben. Weingläser. Meine Damen und Herren, ich glaube, jeder von euch hat schon mal eins in der Hand gehalten oder jeder weiß, wie die aussehen und man fragt sich so, okay, sind die einfach so gemacht, um cool auszusehen? Ich selber dachte auch immer nur so, Weingläser, ja, die sind halt so, um irgendwie so richtig zu flexen, Alter. Nein, denn Weingläser sind tatsächlich so gemacht, damit ihr immer unten an diesem Stab das Weinglas haltet und oben der Wein immer kühl bleibt. Ganz einfach, denn wenn ihr es oben halten würdet, wo man eben ein Glas hält, dann würde der Wein sich durch die Hand aufwärmen, durch diese Wärme, würde das ganze Getränk warm werden und so weiter, schmeckt nicht mehr. Aber dadurch, dass ihr diesen Stiel unten habt, bleibt das oben immer kühl, denn es kommt nicht mit eurer Hand in Kontakt, es kommt nicht mit irgendwas, mit irgendeinem Körpergegenstand in Kontakt, weil das wärmt ja das alles auf und somit bleibt das einfach kühl. Oh, McFlurry, Flurry, wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet. Ich glaube, das wissen sehr viele von euch, der Löffel beim McFlurry, der hat ja dieses komische Viereck und ich dachte mir früher auch so, hä, kann man dadurch irgendwie so saugen, so, oh, guck mal, Mom, die haben mir so einen Strohhalm mitgegeben. Nein, es ist tatsächlich einfach nur da, um den McFlurry direkt in die Maschine zu stecken, denn euer Löffel ist quasi der Mixer, der die Zutat und das Eis untereinander vermischt. Das heißt, wenn ihr Smarties nehmt, McFlurry Smarties, beste Kombination, einfach das dann hinsteckt, dann wird das Ganze vermischt und ihr braucht kein zusätzliches Werkzeugding, um das alles zu machen. Sehr schlau, sehr cool. Oh, die Tastatur, die Tastatur. Jeder von uns, vor allem die Fortnite-Player, die PC-Fortnite-Player, Grüße gehen raus an euch. Die wissen ganz Bescheid, okay, eine Tastatur hat immer diese Aufstelldinger, dass ihr die Tastatur hochklappen könnt. Und ich selber dachte früher auch immer so, okay, das hochzuklappen, das muss man machen. Das ist gesünder, ansonsten wäre das ja nicht dran und so. Nein, falsch, denn es ist tatsächlich gesünder, wenn die Tastatur flach liegt, aber der wahre Grund auch sehr unspektakulär ist, dass man die Tastatur einfach besser sehen kann. Wow. Wir alle kennen diese fetten Milchkanister. Die gibt es hauptsächlich zum Beispiel in Ländern wie Amerika. In Deutschland sind die, glaube ich, nicht so krass vertreten. Aber jeder von euch hat die schon mal gesehen. Und man sieht ja, die haben irgendwie so eine Eindellung so überall. Und ich dachte mir auch so, hä, gehört sich halt so, hat jetzt keinen krassen Grund. Aber meine Damen und Herren, das ist auch wieder so extrem schlau. Denn diese komischen Löcher, die helfen einfach, dass wenn ihr diesen fetten Milchkanister aus Versehen fallen lässt, aber der noch verschlossen ist, damit dieser Kanister nicht einfach explodiert, aufplatzt, denn das ist ein Druckausgleich. Bedeutet, wenn er runterfliegt, dann poppt diese Dulle nach außen und somit kann der Druck entweichen und sich ausgleichen und das Ganze platzt nicht auf. Also mega schlau, wie kommt man auf sowas? Und ich weiß auch nicht, wieso die Katze auf diesem Bild sitzt, die denkt sich auch nur so, Bruder, Das wusste ich schon immer, Mann. Wir alle kennen ja zum Beispiel diese kleinen Nintendo Switch Spiele oder so, diese Game Cards oder auch Speicherkarten gehören, glaube ich, auch dazu. Und das Ganze sieht so aus, dass die tatsächlich, wenn man die mal in den Mund nimmt, also ich selber habe das noch nie gemacht, ja, aber wenn man die in den Mund nimmt, dann schmecken die komplett eklig, bitter, chemisch und so. Und das hat einen speziellen Grund, das ist mit Absicht gemacht, denn das soll verhindern, dass kleine Kinder das in den Mund nehmen und runterschlucken. Bedeutet, wenn man die ganz normalen Materialien hier hätte, dann würde das nach wahrscheinlich gar nichts schmecken und man könnte es wirklich sehr leicht verschlucken. Aber dadurch, dass das so komplett eklig bitter ist, wenn ein Kind das in den Mund nimmt, dann macht es einfach nur so, bäh! Spuckt es wieder aus, merkt sich, das ist eklig und somit werden die Kinder diese Spiele nicht verschlucken. Extrem schlau, nicht nur für die Kids, für die Gesundheit, sondern auch, damit ihr eure Spiele nicht verliert und irgendwie euer kleiner Bruder alle 20 Mario-Spiele einfach weggesnackt hat. Ihr alle habt es bestimmt auch schon mal gesehen, so eine Teetasse oder so eine Kaffeetasse oder so hat unten so eine kleine Wölbung irgendwie drin und man fragt sich so, yo, ist das irgendwie so ein Fehler oder keine Ahnung, hat da irgendwer in seinem Job geschlafen und verkackt? Nein, das hat einen sehr, sehr guten Grund, denn wenn ihr diese Tasse in euren Geschirrspüler stellt, dann staut sich ja oben immer Wasser. Ihr wisst Bescheid, wenn man es rausnimmt, dann kann das irgendwie so hin und her kippen. Und eure Mom sagt so, Timmy, räum jetzt den Geschirrspüler aus. Und diese kleine Einkerbung verhindert nämlich, dass das Wasser sich da oben staut. Das Wasser kann abfließen. Ihr könnt die Tasse in Ruhe rausnehmen. Habt kein fettes Wasserbad in eurem ganzen Haus. Also auch 800 IQ-Play. Ach, Rolltreppen. Ihr alle seid schon mal bei Rolltreppen nach unten gefahren und da habt die angeguckt und so euch gedacht, so geil außen irgendwie so extra so Bürsten, damit ich meine Schuhe putzen kann. So geiles Ding. Ich putze jetzt mal. Let's go, Baby. Nein, falsch. Denn diese Dinger sind tatsächlich einfach nur zum Schutz da. Denn wenn die Bürsten dann nicht da wären, dann könnte man sehr leicht sich mit seiner Kleidung, wenn ihr zum Beispiel einen Schal oder so anhabt oder so, sich da außen verheddern und ihr werdet einfach komplett runtergezogen. No joke, das ist extrem gefährlich. Oder Kinder würden da vielleicht reinlangen und so. Mit ihren Händen könnten die sich auch irgendwo einzwicken. Also das ist sehr, sehr gefährlich, wie schon bereits erwähnt. Aber es ist auch tatsächlich nicht da, um eure Schuhe zu putzen. Also das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme, falls ihr genauso wie ich immer eure Schuhe
dann putzen solltet. Aber Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Falls euch gefallen hat, lasst jetzt ein kostenloses Abo oder einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von diesen atemberaubenden Fakten sehen wollt. Ich habe nämlich noch einiges auf Lager. Und dann checkt noch hier das letzte Video ab, denn hier seht ihr Kinder, bei denen ihr niemals glauben werdet, dass diese existieren. Das ist kein Photoshop, das ist ein echtes Kind. Checkt es ab. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus. Arrivederci, Spaghetti, auf Wiedersehen. Bei 1 Million zeige ich mich ohne Cap. Deswegen abonniert. Tschüss.